Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Video. Ich habe hier was bekommen. Von Unbreak. Achso, das ist noch ein C. Kabel. Die haben haufenweise Kabel. Also eher für iPhone und ja, Apple-Sachen. Die haben mich angeschrieben. Ich weiß nicht, die haben wohl ein Video von meiner Halterung für Handy gesehen und so. Und haben gesagt, die haben auch eine Handyhalterung für Fahrrad. Ich soll mir die doch mal angucken. Und wenn mir die gefällt, würden sie mir die zur Verfügung stellen, wenn ich darüber ein Video machen würde. Und habe ich gesagt, na ja, klar, gucke ich mal rein. Und die hat mir super gefallen. Die Weg habe ich dann halt schon hier vorne aufgemacht. Ich habe noch nicht ausgepackt. Ich habe nur aufgemacht, dass es schneller geht. Und da habe ich gedacht, das ist das, was ich gesucht habe. Das passt super. Und das sieht sicher aus. Weil die anderen, wo das Handy nur so reinklickst und so, also das sah halt. Die meisten, die man gesehen hat, waren halt nicht so vertrauenswürdig. Sahen die aus. So. Hier haben wir dann hier unten Gummi. Hier haben wir vier Ecken. Und vor allen Dingen, weil es vom Einstellen her sehr geil war, zeige ich euch auch gleich, wie ich das meine. So, einmal hier haben wir das hier, können wir das dann abschrauben. Wir haben hier einen Schnellspanner, also es bleibt nicht fest. Man kann es, wenn man möchte, jedes Mal hier komplett demontieren. Ich mache das jetzt mal nicht, ich lasse das jetzt einfach mal so. Man kann das jederzeit wieder fest montieren. Oder abmachen und mitnehmen. Wenn man Angst hat, dass er halt hier diese Halterung klauen oder so. Und, ja, einfach hier, zack. Hier ist der Gummi. Dann kann man das wieder festmachen. Ja, passt auf. Nachfest. Kommt ab. Oh, wartet mal kurz. So, geht weiter. Die Große wollte was. So. Wir werden den auch gleich zusammenbauen. Und dann haben wir hier halt die Karte mit bei. So einen coolen Effekt. Ich werde euch das natürlich auch bei Amazon in die Videobeschreibung verlinken. Und wir haben dann auch noch ein Heft mit bei, was gut erklärt ist, was wir aber nicht brauchen, weil selbsterklärend in verschiedenen Sprachen. Aber ich muss jetzt erstmal meine Brille holen. So, jetzt habe ich meine Brille. So, wir sehen jetzt praktisch auf der Rückseite. Hier kommt das Kugellager rein. Hier kann man es dann auch lösen. Wir müssen das aber erstmal. Also immer hier anheben. Also wenn es am Lenkrad ist, ist er natürlich besser. Und so kann man das praktisch halt vom ganzen Gerät trennen. Dann ist das halt hier praktisch hier dran. Also das ist dann halt immer noch am Fahrrad dran. Dann können wir abziehen und dann können wir das Handy da lassen, wenn wir nur kurz einkaufen wollen. Zum Beispiel. Und nach dem Einkaufen können wir das dann halt wieder raufschieben. Also wir müssen halt nicht jedes Mal das Handy hier rausholen. Einfach hier zack, bumm, ab, mitgenommen und dann wieder raufgeklemmt und fertig ist. So, jetzt machen wir das aber kurz mal locker. Dass ich euch das zeigen kann. Also praktisch müsst ihr euch das vorstellen. Da kommt dann die Schraube rein, die Kugel rein. Hier seht ihr die Kugel und dann ist da an der Seite ein Gewinde. Hier haben wir auch ein Gewinde und hier kommt die Kugel rein. Da muss man einmal so ein Stück drücken und dann, ja, mit Schraubgewinden habe ich es immer so. Oh, ich muss aufpassen, dass ich gerade komme. Also Gewinde ist so mein Kryptonit.
Also. So, jetzt aber. Dadurch, wenn wir das jetzt raufschrauben, wird das in der Mitte enger und dadurch ist das hier fest. Ja? So. Ich habe auch mein Handy hier. Mein Handy, mein Xiaomi, hat hier auch schon einen Case drum. Also so ein dünnes Case. Ja, wir drücken einmal hier in der Mitte so zu. Legen unser Handy hier rein. Und warte mal, wo waren die? Ach so, genau. So. Einmal in die Mitte reinlegen. So. Und dann ist hier in der Mitte der Knopf, wo auch Anti-Rutsch ist. Und da drücken wir einfach das Handy kurz rein. Und dann ist es zu. Und was ich halt hier toll finde, egal wo die Notch ist. Na komm, bei mir ist sie jetzt da. Das ist nicht zu dick, damit es, wenn jetzt die Notch hier jetzt wäre, zum Beispiel, die Notch halbwegs abdenkt. Ja, und wir können das jetzt praktisch, ich mache euch das jetzt mal vor. So, müssen wir hier nochmal locker machen. So, am Fahrrad montieren, am Lenkrad, so, zum Beispiel. So. Und haben dann halt hier so einen Winkel, dass wir halt vernünftig filmen können. Also Fahrradfahrvlog machen können. Wir können es auch so machen am Lenkrad, so dass es nach oben zeigt. So. Und dann so machen. Und dann müsste man dann gucken, wie weit der Winkel jetzt hier ausreicht, um nach oben zu filmen. Ja, ich zeige euch das mal so. Man könnte ja auch noch ein Stück weiter nach hinten machen, so dass man sich das halt praktisch etwa nicht gerade auf den Lenker montiert, sondern so schräg. Ja, und dadurch könnte man halt dann halt schräg nach oben und dann halt so weit runter machen. Ja, wenn es dann halt so, müsst ihr euch den Lenkrad vorstellen, hier ist das Lenkrad. Und wir machen das so geneigt und dann könnte man halt bis nach oben. Ich denke mal, so werde ich es machen. Und wenn man dann sagt, man könnte das komplette montieren, ja, also abmachen, dann ist man YouTube auf der guten Seite, dann wird das nicht geklaut. Oder wenn man halt jetzt nur schnell beim Bäcker rennt, ja klar, man kann einfach hier ruckdrücken, zack, nimmt man Handy mit und dann macht man es wieder rein. Aber ruckzuck, ihr wisst, wie die Diebe sind. Man kann auch einfach hier, wie ich es euch vorhin gezeigt habe, hoch. Welche muss ich denn da drücken? Achso, da. So. So, ach Gott. Ja, beim ersten Mal ist es halt noch, beim zweiten Mal ist es noch ein bisschen straff. So. Also einfach reindrücken, ich zeige es euch nochmal, wie bei einer Pistole und dann nach oben wegziehen. Das seht ihr, jetzt geht es schon einfacher. Rein, abziehen. Rein. Wartet. So, rein und abziehen. Ich versuche es jetzt mal von der Seite zu machen, damit ihr das besser seht. Reindrücken. Und abziehen. Da macht sich halt so von der Seite echt doof. Da macht sich wirklich, wenn man so normal anfasst, viel besser. Aber egal. Ist sehr fest drinne. Hier. Die Seitenstücke sind auch aus Metall. Kein Plastik. Hier haben wir halt extra bei dem Auslöser nochmal gummiert. Wir haben hier komplett die ganze Ecke ist gummiert. Ach, innen drin ist auch gummiert. Bis nach oben. Bei allen vier Seiten das gleiche. Und ja, hier ist nur Plastik. Aber ein bisschen weicheres. Oder ist das auch Gummi? Hier ist auch noch Gummi drin, glaube ich. So, und wenn wir jetzt hier drücken, zeige ich euch, zack, geht er halt zusammen. Also gehen große Handys rein, aber auch kleine. Finde ich so gut. Und vor allem mit dem Schnellspanner kannst du dann halt schnell
Ach, so, das wird jetzt richtig fest. Finde ich auch gut. Also Verarbeitung und so ist sehr gut. Die Mechanik funktioniert sehr gut. Handy sitzt fest, wackelt nicht. Das Ganze sitzt auch fest so dran und wackelt nicht, wenn man es vernünftig festschraubt. Man hat mehrere Möglichkeiten, das Gerät mitzunehmen. Man kann halt einfach sagen, wieder auf, also praktisch, wenn das Handy drin ist, aufmachen, Handy rausnehmen, lässt es so am Fahrrad. Oder man macht es halt hier ab. Man nimmt halt nur das Ding mit und lässt das praktisch hier am Fahrrad dran. Oder man macht mit dem Schnellspanner schnell ab und nimmt das ganze Gerät mit, wenn man für längere Zeit weg ist. Ja, wenn man schnell zum Bäcker renniert, dann reicht es ja, wenn man hier schnell zack abzieht oder hier Handy rausnimmt und fertig ist. Aua, jetzt habe ich meinen Finger drin gehalten. So, aber Mechanik läuft, geht gut. Sieht gut aus. Also, mir gefällt's. Wir werden mal gucken, wie es sich schlägt. Würde ich sagen. So was habe ich neu gesucht. Weil die anderen habe ich schon getestet. Die haben alle nicht den Blickwinkel, den ich brauche. Die haben alle entweder so einen Storrenblickwinkel. Da habe ich dann nur meinen Brustkorb drauf. Oder man kann so eine Stange machen. Dann haben sie halt meinen halben Kopf oben drauf und den Himmel. Ja, aber hier bei dem, das ist fest. Für alle Handytypen geeignet und stabil. Ja, das werden wir dann machen. So, nichtsdestotrotz würde ich mich dann hier verabschieden. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich baue das erstmal wieder auseinander, weil ich habe Angst, dass da irgendwas wegkommt. Deswegen bauen wir das erstmal wieder alles zusammen und das wird dann am Fahrrad dran geschraubt. Ich muss sowieso noch eines am Fahrrad machen. Komm ja mal zu nüscht. Habe ich schon die ganze Zeit vorgenommen, wieder mal was zu machen. War ja schon mit Fahrrad draußen, aber habe halt nicht aufgenommen. So. Packen wir hier wieder ein. Und müssen wir nur gucken, wie wir das jetzt hier reinmachen. Hoppala, Entschuldigung. Ach so, habe ich drin. Super. So, das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Ich konnte euch ein bisschen, ja, das Produkt näher bringen. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, in die Kommentare posten. Wir werden es auch im Hardware-Check testen. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.